Juhu, und da bin ich schon wieder. Juhu, jetzt spamme ich euch ein bisschen zu. Nee, Quatsch. Das Video war so ein bisschen spontan. Nach dem gestrigen Video habe ich gedacht, ich müsste noch eins drehen, weil ich ja am Dienstag, am 2. Jahr Geburtstag habe. Ja, jetzt werde ich ein Jahr älter. Oh mein Gott, 34, das darf man auch keinem sagen. Aus dem Grunde dachte ich mir, dass ich einen Birthday-Look schminke. Ja, so was ich eben an meinem Geburtstag so tragen werde. Ja, weil ich denke, das ist was Besonderes und klar, außer dass man ein Jahr älter wird, dass man sich so ein bisschen aufhübscht und mal gucken, was die Schminksammlung so hergibt und so weiter und so fort. Und habe mir ja eine Palette gewünscht zum Geburtstag, die kriege ich aber noch. Die habe ich jetzt noch nicht, die packe ich erst aus. Ich habe mir auch vorab selber eine geschenkt, beziehungsweise eigentlich zwei, aber die ist noch nicht da. Die kommt erst, deswegen wird es wahrscheinlich eher nach meinem Geburtstag kommen. Ihr kennt auch diese kleinen MAC-Paletten, da habe ich ja schon eine. Und zwar die Burgundi Times 9. Und jetzt habe ich mir aber die Amber Times 9 geholt. Das ist hier oben. Und die hat natürlich auch richtig schöne Farben. Nips. So, das sind diese tollen Farben. Ja, und ich möchte mit diesen hellen da oben arbeiten und vielleicht ja mit diesen zwei hier unten. Und hat eben sehr schöne goldene, bräunliche Töne. Finde ich sehr schön. Und damit wollte ich was kreieren, was quasi meinem Birthday-Look am nächsten kommt. Ich bin zwar gesundheitlich immer noch ein bisschen angeschlagen, aber es geht schon ein bisschen besser als gestern und ich hoffe, dass es dann auch bergauf geht, denke ich mal, weil krank am Geburtstag ist immer ein bisschen Käse. Und ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet, weil heute sehe ich echt fertig aus, das wollte ich nicht antun. Und dann dauert es auch nicht so lange, weil gestern war es schon ziemlich lange, das Video. Jetzt kriege ich das Ding nicht auf. Doch Murphys Gesetz, ich hatte es doch gerade eben auf. So, meine Güte. Okay, jetzt habe ich hier die tollen, schönen Farben. Ich würde sagen, ich gehe erstmal in meine Crease. Ja, mit diesem hier. Und da gehe ich in diese Farbe. Und ja, so ganz leicht, das ist was ganz Leichtes. Und da gehe ich dann so rein in die Crease. Und ja. Hoppala. So, andere Seite auch. Ja, werde ich schon ein Jahr älter, meine Güte. Ja. So, dann will ich mir noch highlighten, dann nehme ich diesen, dass ich dann ein bisschen Augenbraue highlighte, so. Dann nehme ich mir eine normale Lidschattenpinsel. Wo ist er jetzt hin? Ich hatte den noch gerade. Da. Dann gehe ich in diese Farbe hier. Die lacht mich doch sehr an. Dann tupfe ich mir das auf meinen ein wirkliches Lied. Könnt ihr das erkennen? Ich
So ein bisschen näher rücken. Ist irgendwie so weit weg, ne? Sehe ich gerade. Huch. Natürlich besser pigmentiert wie die von gestern. Die Catrice Palette ist ja echt ein Haus gewesen. Das war ja gar nichts. Und dann war es ungefähr, ja, wie spät war es denn? Spätnachmittag, so 5 rum. Gucke in den Spiegel. Denke, wo ist die Farbe? War einfach nicht mehr da. Da war nur noch Glitzer im Auge. Man hat nur noch so hier außen noch ein bisschen was gesehen, ja. Und auch auf dem beweglichen Lid. Aber der Rest, der war einfach nicht mehr da. Der war einfach weg. Keine Ahnung. Total bescheuert. Und so, jetzt nehme ich wieder diesen. Und gehe in das Dunkle. Und dann hatte ich, wie gesagt, auch hier war alles voller Glitzer und ich habe geglitzert wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Tannenbaum an Weihnachten. Also das fand ich jetzt nicht so pralle. Und da hat sich Catrice nicht gerade mit rumgekleckert mit dieser Palette hier, schade. Ich hatte mich so auf diese Palette eigentlich gefreut, weil ich gedacht habe, juhu, neue Palette, sowas hat Catrice bisher noch nicht gehabt. Und dann war es nix. Und das fand ich nicht so schön, muss ich sagen. Nee. Dann suche ich gerade, genau, das ist der von Essence, dieser Smoky Eye Brush. Und dann gehe ich in dieses Glitzerige hier rein. Das ist so ein Goldbraun. Das ist sehr dunkel. Das klopfe ich mal ab. Und dann tue ich mir das so ein bisschen ins äußere V und ein bisschen hier unten hin. Ja. Und dann nehme ich mir meinen Blendepinsel von Evelyn. Und dann blende ich das ein bisschen aus. Und ein bisschen da oben. Und so. Und dann behalte ich den Blendepinsel. Und dann gehe ich nochmal in dieses helle Braun, das ist so wie so ein Erdnuss-Butterbraun. Und gebe mir das so hier oben auf. Ich bin echt froh, dass es jetzt etwas besser geht mit der Erkältung ein wenig, weil gestern hatte ich so Stirnhöhlenprobleme. Das war abnormal. Echt. So, dann tupfen wir uns ein bisschen Glitter. Da gehe ich mal in dieses Gold. Und da tupfe ich mir aber nur ein bisschen so aus bewegliche Lider, dass es ein bisschen schimmert. Weil am Geburtstag darf man ja glänzen. Genau. So ist es fein. Jetzt ziehen wir uns noch einen Lidstrich. Und zwar nehme ich wieder mal einen Essence. Da bin ich ja auch gespannt auf den neuen, den es da gibt, der eine andere Spitze dann hat.
Den werde ich auf jeden Fall auch testen. Ich bin so ein Fan davon. Von diesen Eyelinern hier von Essence. Bin ich doch wirklich ein Fan. Ja, gestern habe ich ja mal wieder auf RTL Dschungelcamp, ja, Dschungelcamp habe ich sowieso geguckt, klar. Aber ich meine, das davor, DSDS, diese Castings, also, was da teilweise für Schwachmaten auftreten, das ist so ohne Worte, ich weiß auch nicht. Na, das war nur peinlich. Aber das Highlight war natürlich dann Dschungelcamp. Menderes ist Dschungelkönig, juhu, das ist so geil. Ganz ihm von ganzem Herzen. Ich nehme wieder diesen Benefit, der Real Primer. Und deswegen finde ich das total geil, dass der gewonnen hat. Ich habe mich da so gefreut gestern. So genial. Richtig cool, dass der gewonnen hat. So. So. Habt ihr euch schon was aus dem neuen Catrice-Sortiment geholt? Könnt ihr da irgendwas empfehlen? Jetzt außer diese Paletten da, weil da gibt es ja noch diese Mono-Lidschatten. Die habe ich mir zwar schon angesehen, aber mich nicht gewagt, einen mal zu testen. Aber das soll ja eine ganz neuartige Textur sein. So ein bisschen von pudrig zu gelig. So ein bisschen gelartig. Soll das sein? So. Ah, ich liebe diese Mascara. Super. Echt super schön. Also wenn es die irgendwann mal wieder im Angebot gibt, dann hole ich mir die auf jeden Fall wieder. Ja, sehr gut. So, dann ein bisschen Bronzer, ein bisschen Frische ins Gesicht gezaubert. Und dann nehme ich den Beauty Sun Fantastic Face Bronzer in der Farbe 010 African Dream. Da gab es, glaube ich, damals zwei. Aber ich habe mir bloß den einen damals geholt. Und, glaube ich, diesen Body Bronzer. Habe ich ja auch noch den riesigen. Ja, der Bronzer hat schon Erinnerungswert, den ich mir damals in Karlsruhe gekauft habe, wo ich meine Nadelmaus zum ersten Mal kennengelernt habe. Dicken Knutscher an dich. Ja, das war schön. Ich kann es kaum erwarten, sie bald wiederzusehen. Vielleicht klappt es ja mal irgendwie. Nächsten Monat oder so. Das wäre echt schön.
Ja. Ja. Dann den Powder Rouge Tender Touch von Manhattan. Das ist, kann man leider nicht mehr lesen. Ich glaube, das war Apricot. Ja. Schon so abgekrabbelt, dass man es eigentlich nicht mehr lesen kann. Nee, man kann es ja nicht mehr lesen. Und ich möchte mir da gerne noch ein paar andere Farben angucken. So. Sehen wir wieder frisch aus. Ist nur so krank. Und ein bisschen Glow natürlich, ne? Mein Soft and Gentle von MAC, und das war mein blödes Handy. Das ignorieren wir jetzt einfach mal. Ah. Meine Güte. Jupp. Jupp. Und der schimmert und glitzert wie es geht auch. Jo, na, der macht einfach einen schönen Schimmer. So, jetzt sind noch die Lippen dran. Da habe ich mir von Manhattan einen ausgesucht aus der Perfect Cream and Care Reihe 95L. Na, ich schreibe es in die Infobox. Das ist dieser bräunliche. Oh, ich mache mal einen Swatch. So sieht er aus, genau. Und den gebe ich mir jetzt auf die Lippen. Das ist so ein ganz natürliches, nudiges Braun, ja. Gut, der ist jetzt nicht so, nicht so haltbar, aber ich finde den sehr gut. Der passt zu dem Make-up sehr gut dazu. Ich weiß aber nicht, ob es den noch gibt, aber ich weiß nicht, ob Manhattan so oft wechselt. Keine Ahnung. Gut, das war jetzt mein Look mit dieser wunderschönen Palette von MAC. Ich finde die sehr, sehr gut. Auch schön pigmentiert. Auf jeden Fall. Und ja, das ist mein Birthday Look. Genau. Okay, dann war's das. Ich hoffe, es hat euch gefallen und der Look gefällt euch. Freue mich auf euer Feedback in den Kommentaren. Haut in die Tasten und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.